Hallo meine lieben Gamer und willkommen zu einem allerersten Gameplay-Video zu Project Cars 2. Ich habe hier die fertige Version am Start auf der PlayStation 4 bzw. auf der PlayStation 4 Pro läuft das Ganze. Und ich bin hier gerade gleich mal unterwegs auf einem der neuen Kurse. Ui! Und ich rutsche hier ein bisschen durch die Gegend. Auch deswegen, weil ich diesen Kurs noch nicht kenne. Das ist nämlich der Kurs Bannoch Brae, oder so ähnlich heißt der, in Schottland. Das ist ein extrem schöner Straßenkurs, mit vielen Landstraßen und schöner Aussicht. Und was man auch hier gleich sieht, ich habe das Wetter angestellt, beziehungsweise die Wetterverhältnisse. Gerade eben war es noch schönes Wetter. Und, das ist auch eine Neuheit, es gibt jetzt auch Schneefall. Und ich muss hier gerade die Anzeige mal durchschalten. Ich bin ja völlig ein bisschen überfordert gerade. Also wie gesagt, neuer Kurs schon mal. Und es gibt bestimmt, ich glaube, 10, 20 neue Kurse insgesamt. Zusätzlich zu den alten. Und damit sind es, glaube ich, über 60 Kurse, die im Spiel drin sind. Plus Variationen. Und wie gesagt, neue Wetterverhältnisse, die ich jetzt hier auf Zeitraffer eingestellt habe. Denn man kann das nämlich alles ganz genau justieren. Genauso, es gibt verschiedene Tageszeiten. Und ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt hier einen frühlingshaften Tag, wo es eben noch ein bisschen kalt ist, ein bisschen verschneit. Und letztlich muss ich sagen, das Wetter ist jetzt auf 60-fache Beschleunigung. Und jetzt ist es eigentlich, glaube ich, schon einmal durch. Das heißt, ich habe das Ganze auf Sonne gestellt, dann auf Schneefall und dann auf Nebel. Und hier haben wir schon eins der Probleme natürlich bei Regen. Eine nasse Fahrbahn. Eine nasse Fahrbahn lässt einen gleich wie ein Depp aussehen, wenn man fährt. Und da gibt es auch aber gleich noch eine Neuerung beim Spiel. In Sachen Regen, denn auf den Strecken bilden sich Pfützen. Und die sind natürlich fies, weil die bringen euch schön ins Schleudern. So wie in echt eben auch. Und ich muss mal schauen, ob das Ganze jetzt nochmal abtrocknet. Aber wahrscheinlich ist es so, jetzt wird es sowieso so sein, dass gleich der Schnee wieder anfängt. Aber bis dahin kann ich euch mal die Außenansicht zeigen, dass man ein bisschen dass man auch was sieht von der Landschaft und dass man auch mal was hört von dem verdammt geilen Rennsound. Denn das ist auch eines der geilen Sachen hier im Spiel. Der Motorensound ist unglaublich gut. Und hier haben wir jetzt auch diese besagten Pfützen, die mich gleich mal fett aus dem Konzept bringen. Und ist auch ganz interessant, weil die Strecke, die trocknet so langsam ab, aber zwischendurch gibt es immer noch diese Pfützen. Und jetzt ist das Fiese, man sieht schon, das Wetter schwenkt schon wieder um und macht mir das Rennfahrerleben schwer. Aber naja, ich habe es ja auch selber so eingestellt. Dann natürlich, das ist eines der wichtigsten Sachen natürlich im Spiel, das Fahrverhalten. Das Fahrverhalten ist mindestens genauso fordernd wie im Vorgänger. Es ist einfach eine reinrassige Rennsimulation, wie man sieht, denn ich drehe mich hier schon wieder rum. Gut. Und gerade am Anfang werdet ihr ganz schön Probleme haben. Also zumindest ich hatte gigantische Probleme. Ich habe gleich mal die ersten Karriererennen gemacht und ich dachte mir, irgendwas mache ich hier falsch. Das Spiel straft euch sofort ab, wenn ihr nicht das Auto komplett gut beherrscht. Das heißt, viel, viel üben. Aber wenn ihr es mal drauf habt, dann läuft es richtig und dann macht es auch extrem viel Spaß. Allerdings bedeutet das natürlich auch, Einsteiger werden hier nicht so wirklich glücklich, ganz ehrlich. Also wenn ihr nur so Bock habt, so zwischendurch zu fahren, dann solltet ihr lieber bei anderen Spielen bleiben. Beispielsweise eben bei Drive Club, bei Need for Speed oder eigentlich auch beim neuen Gran Turismo. Das neue Gran Turismo habe ich eben auch schon gespielt.
vorab, auch auf der Gamescom. Und da ist mir, wird mir relativ schnell klar, Gran Turismo ist nicht ganz krass auf Realismus gemünzt. Die Wagen sind da ein bisschen gutmütiger. Hier ist es einfach knallhart. Hier zum Beispiel die Pfütze. Ich bin in der Pfütze aufs Gas gestiegen. Und schon werde ich komplett abgestraft. Und ja. Das Spiel fordert euch eigentlich immer wieder heraus. Im Grunde. Also wenn ihr könnt euch quasi nie so richtig sicher fühlen. Aber, nein, wie gesagt, das ist halt wirklich eine reinrassige Simulation. Die allerdings jetzt auch von der Fahrphysik ein gutes Stück verbessert wurde zum ersten Teil, weil im ersten Teil habe ich so das Gefühl, dass vor allen Dingen der Grenzbereich fast nicht zu erkennen ist. Also dass es plötzlich dreht es euch den Wagen, ohne dass ihr es wirklich merkt. Vorher, gut, jetzt in dem Fall schon, weil es eine Pfütze war. Aber grundsätzlich war es immer schwieriger. Jetzt ist es hier ein bisschen, kündigt sich das besser an. Also sprich, man merkt genau, okay, plötzlich rutscht der Wagen und man weiß, okay, ich habe jetzt keinen Grip mehr, jetzt muss ich vom Gas runter. Und sonst bin ich geliefert. Und das ist besser. Und allerdings viel besser. Oh, hier hatten wir schon wieder diesen Schlenker durch die Pfütze. Hier auch schon wieder einen. Allerdings ist das Ganze viel, viel besser, wenn ihr ein Lenkrad habt. Also ein Rennlenkrad mit Force Feedback, ein gutes Rennlenkrad, ist einfach viel, viel besser als mit Controller das Ganze zu fahren. Auch mit Controller ist es sehr, sehr sensible Steuerung. Und da auch ein kleiner Tipp. Mit Controller solltet ihr die Empfindlichkeit extrem runterdrehen, die Lenkempfindlichkeit in den Einstellungen, weil die Wagen einfach zu übersensibel reagieren und ihr schleudert eigentlich die ganze Zeit. Mit einem Rennlenkrad dagegen hat es ein unglaublich geiles Fahrgefühl, wo ich genau merke, was der Wagen machen will. Ich muss dann eben nur entsprechend richtig reagieren. Es fängt wieder an zu schneien, sehr schön. Und das macht richtig, richtig Bock, wirklich. In meinem Fall, ich spiele das Ganze jetzt gerade mit einem Fanatec CSL Elite Wheel. Das ist im Grunde jetzt inzwischen mein neues Lieblingslenkrad auf der PS4. Und das mit entsprechenden Pedalen auch von Fanatec ist das echt ein Riesenspaß. Grundsätzlich gibt es natürlich auch andere Lenkräder wie das Logitech G29 oder die Thrustmaster Lenkräder. Die sind auch empfehlenswert. Hauptsache, die haben Force Feedback, die Teile. Und die werden, soweit ich das gesehen habe, auch allesamt unterstützt. Jetzt habe ich noch einen kleinen Sprung gemacht und zwar bin ich jetzt in der Karriere, wo euch diesmal kein Rennkalender erwartet, so wie beim letzten Mal, sondern einfach ihr könnt mehr oder weniger frei aussuchen, in welcher Rennklasse ihr startet, eigentlich so im Vorgänger. Nur bei aller beiden höchsten Stufen, die sind noch gesperrt, also ihr könnt noch nicht mit LMP1 Wagen loszischen in der Karriere, sondern müsst erst die unteren Klassen freispielen. Aber da habt ihr ziemlich viel Auswahl. Ich habe jetzt hier einfach meine Karriere begonnen mit einem GT4 Porsche Cayman. Moment, den muss ich noch kurz von außen zeigen. Denn, ja, das ist auch eine Neuerung eigentlich. Es gibt endlich Porsche-Wagen, also offiziell, ganz offiziell. Klingt auch recht gut. Schön mit Heckmotor und Heckantrieb. Die Karriererennen sind ganz klassisch aufgeteilt, also die Rennwochenenden, es gibt ein Training, so das fahre ich jetzt gerade, das heißt ich übe ein bisschen auf der Strecke. Dann gibt es ein Qualifying, das eben je nach Rennklasse entsprechend dauert. Und danach gibt es natürlich das Rennen, das auch entsprechend je nach Rennklasse länger oder kürzer dauert. Und teilweise mit stehendem Start oder mit fliegendem Start, das gibt je nachdem wie es eingestellt ist. Das könnt ihr natürlich auch als selber bei eigenen Rennen einstellen. Was ich auch gerade hier höre, aus der Verfolgersicht, man hört genau das Reifenquietschen. Das ist echt sehr dezent. Das ist nicht so dominant wie bei Gran Turismo. Da hört man das Reifenquietschen ja extrem. Aber hier ist es sehr, 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 wirkt es zumindest ein Ticken realistischer. So. Was nach wie vor komisch ist, ist die Ideallinie. Also Leute, die den ersten Teil gespielt haben, die kennen die Ideallinie bei Project Cars. Die gibt euch zwar an, wo ihr ungefähr fahren müsst, also welche Linie, aber die Bremspunkte
oder die Bremszonen sind ganz komisch und das ist jetzt immer noch so. Es ist ein bisschen besser geworden, also es wird schon wirklich, wo ihr bremsen müsst, ist wirklich rot markiert, aber dann wird die Farbe grün und dann wird, also das heißt, grün ist scheinbar Optimalgeschwindigkeit und dann wird sie blau, blau ist quasi zu langsam. Aber bei meisten Kurven kommt man mit grün fast gar nicht durch, das ist, ich verstehe es auch noch nicht so ganz, aber irgendwie ist es sowieso dann irgendwann besser, auf die Ideallinie zu verzichten und ja, nach eigenem Gefühl zu fahren. So, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Ich bin jetzt in Long Beach, dem abgesperrten Stadtkurs in Kalifornien. Long Beach auch eine offizielle Rennstrecke von IndyCar und so weiter. Und entsprechend ist auch sonniges Wetter jetzt. Darüber bin ich eigentlich ganz froh. Hier noch ein kurzer Blick in die Karrierezentrale, wenn wir schon mal im Menü sind. Hier wird eben angegeben, was als nächstes an Rennen da steht. Hier ist dann doch jetzt der besagte Kalender da, aber eigentlich könnt ihr den vergessen. Es gibt irgendwie keine konkurrierenden Termine. Das heißt, alle Wettbewerbe kommen einfach nacheinander. Es gibt natürlich wieder E-Mails, die, ja, eigentlich wie in jedem Rennspiel. Dann gibt es natürlich die Tabelle, also die Meisterschaft. Und interessant ist eben, ihr könnt bei jedem Rennen einstellen, ob ihr ein Training haben wollt oder ein Qualifying. Und wie lange das Rennen gehen soll. Das ist irgendwie unabhängig jetzt auch von der Schwierigkeit, vom Schwierigkeitsgrad. Und ihr könnt auch einstellen hier zum Beispiel, ob ich eine Einführungsrunde geben soll, wo ihr euch euren Wagen eben aufwärmt, beziehungsweise die Reifen aufwärmt, was auch sehr wichtig ist am Start. Außerdem lässt sich die Gegenschwierigkeit natürlich einstellen. Und das ist natürlich sehr cool. Ihr könnt unabhängig davon auch noch die Aggressivität der Gegner einstellen. Also wie aggressiv die auf der Strecke euch, anstoßen oder auch Rücksicht walten lassen. Das ist sehr, sehr, sehr nice. Ihr könnt auch hier Neustart abschalten oder zuschalten. Und da könnt ihr eben einstellen, was euch am besten taugt, weil da ist die Karriere komplett offen und gibt euch da keinerlei Schwierigkeitsgrad vor. Hier sind wir jetzt schon am Start, und zwar beim fliegenden Start, wo es natürlich gleich ein ganz übles Gedränge gibt am Start, deswegen auch, weil ich das Training blöderweise übersprungen habe. Aber dann kann ich euch zumindest ein bisschen zeigen, wie die KI hier macht. Relativ gut. Sie reagieren ein bisschen abrupt. Also die Lenkmanöver von der KI, von den Gegnern, sind hier sehr, sehr, sehr abrupt und ein bisschen komisch, aber sie weichen schon aus. Bloß eben, auch wie im Vorgänger ist es so, wenn viel los ist und es gibt enge Kurven, dann bremsen die extrem runter. Und sind quasi eigentlich viel zu langsam für Renntempo. Allerdings dafür ist es auch so, wenn ihr mal nicht aufpasst, die kommen auch mal zurück, die Jungs, und überholen euch. Also die haben es schon im Grunde drauf. Und sie sind auch flexibel genug und sind nicht so störrisch wie bei Gran Turismo, das kann ich auch schon sagen, weil bei Gran Turismo, was ich bisher gesehen habe, da schieben die einen weg oder muss sich reindrängeln und wegschieben, dass alles aus ist. Das geht hier eigentlich nicht, also beziehungsweise hier geht schon mal das Reindrängeln nicht ganz so gut oder fast nur am Start und außerdem reagieren die Gegner einfach besser. So, wir springen gleich mal raus aus dem Rennen und rein in den Fuhrpark, der angeboten ist. Denn es gibt extrem viele Wagen. Ich habe jetzt gar nicht nachgezählt. Es sind natürlich nicht so viele wie in einem Gran Turismo oder in einem Forza, aber es sind eigentlich alle wichtigen Rennwagen sind da und alle wichtigen Rennklassen. Hier beispielsweise Acura, beziehungsweise das ist eigentlich Honda. NSX gibt es, den neuen. Es gibt beispielsweise Aston Martin natürlich in verschiedensten Versionen. Es sind natürlich die Audis sind dabei, eben nicht nur die neuen LMS-Wagen, sondern auch die Le Mans-Wagen und auch klassische Tourenwagen. Es ist natürlich auch Ferrari dabei mit relativ gutem Aufgebot, auch mit Straßenwagen. Das ist das Schöne, es gibt einige Straßenwagen, die sind allerdings in der Minderheit. Allerdings die dabei sind, die lassen echt keine Wünsche offen. Vor allen Dingen, weil eben auch Hersteller wie eben Lamborghini mit dabei sind, wie auch schon vorher. Und auch, wo haben wir es? Porsche. Porsche mit auch recht vielen Wagen am Start, auch mit Le Mans Wagen und sogar auch mit dem neuen 918er
Spider. 9-11er natürlich auch mit am Start. Und ja, relativ, eigentlich ist im Vorgänger haben noch ein paar Autos gefehlt, was auch relativ wenig ist. Das sind japanische Wagen. Also hier gibt es zwar Toyota mit einigen Modellen, aber dann wird es schon wieder knapp in Sachen Japan. Stört mich jetzt ehrlich gesagt nicht so, aber könnte den einen oder anderen stören. Aber letztlich, die ganzen europäischen Wagen sind alle mit da, die man haben will, auch inklusive McLaren. Und können eben ausgewählt werden. Schauen wir gerne mal noch zu den Strecken einfach mal, spaßeshalber. Wie gesagt, es gibt extrem viele oder sehr, sehr viele Strecken. Sehr viele normale Rennkurse, die man kennt, eben Barcelona, Bathurst, Brands Hatch, auch in teilweise verschiedenen Konfigurationen, und das ist auch sehr schön, denn beispielsweise es gibt auch wieder die Straßenkurse, die schauen wir uns nachher vielleicht noch an, und zwar die Côte d'Azur, also die in den Straßen, die Küstenstraße, und auch den California Highway, also den Highway 1 eigentlich, auch sehr, sehr schön gemacht. Der ist, glaube ich, soweit ich das gesehen habe, auch neu designt, beziehungsweise einer von beiden ist irgendwie neu. Es ist auch unter anderem Monaco dabei, der Formel 1 Kurs, was ihr allerdings eigentlich zeigen wollt, es gibt zum Beispiel den Hockenheimring und es gibt sogar den klassischen Hockenheimring, also die alte Version, der noch ewig durch den Wald geht. Das ist sehr schön, unter anderem aber das Ganze auch bei Monza. Monza gibt es auch eben normal oder auch in klassischer Version, und zwar inklusive den Stallkurven, und das schauen wir uns gleich mal an. Und schon befinden wir uns in Monza, direkt am Start mit einem klassischen Formel 1 Wagen, nämlich dem Lotus 49 in der C-Version. Und zwar, ich liebe diese alten F1 Wagen der 60er und 70er Jahre. Und vor allen Dingen, weil die eben so dermaßen übertrieben motorisiert sind, gemessen daran, dass sie überhaupt keinen Grip haben, die Autos, und überhaupt keine Aerodynamik, ist es absolut krass, dass die überhaupt mal gefahren sind, die Teile. Und ja, wie gesagt, die Bremsen sind auch übel. Und das hier, man sieht es, eine Stallkurve. Und das ist eben, wie gesagt, der Monza-Kurs, und zwar der alte Monza-Kurs, der eben tatsächlich mit diesen Stallkurven gefahren wurde. Also es kommt gleich noch eine. Und was man auch sieht, vielleicht wenn ihr da links und rechts guckt, die Bäume. Die Bäume sind herbstlich. Liegt daran, dass wir jetzt zum Herbst fahren. Also Project Cars bietet nämlich auf jeder Strecke, bietet auf jeder Strecke vier Jahreszeiten. Also Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und ich habe jetzt hier einfach mal den Herbst eingestellt. Herbst an einem schönen Morgen mit heiterem Wetter. Da ist es so, dass die Strecken sich extrem wandeln im Laufe der Jahreszeit, zumindest teilweise. Und es ist echt schön, weil die Stimmung jedes Mal anders ist, auch beim Rennen irgendwo. Wenn ihr beispielsweise im Winter fahrt, bedeutet das jetzt nicht automatisch, dass man hier gegen die Wand fährt. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Wenn ihr im Winter fahrt, bedeutet das nicht automatisch, dass auf der Strecke Schnee oder überhaupt Schnee liegt, sondern es ist realistisch. Das heißt, beispielsweise, wenn ihr beispielsweise Dubai fahrt oder Long Beach oder irgend so eine Strecke, dann ist die im Winter jetzt auch nicht wirklich winterlich. Manche dagegen schon, also bei manchen ist der Winter da. Und es gibt bei manchen Strecken, wo es eben realistisch ist, auch die Einstellung zusätzlich Schnee. Und wenn Schnee ist, dann ist alles aus. Das zeige ich euch nachher noch. Aber erstmal muss ich erstmal hier ein bisschen meinen Lotus ein bisschen bändigen, der mir hier immer wieder ein bisschen ausbricht. Aber es ist extrem spaßig, mit dem Teil zu fahren, weil man merkt, wie er ausbricht. Aber naja, hier am Limit zu fahren ist echt, bedarf einiger Übung. Das Schöne ist jetzt an dem alten. Das Meer abgerutscht. Und ich auch. Oh Gott, oh Gott. Oh, ich dachte, ich komme total gut durch. Und, da habe ich mich zu sehr konzentriert auf die Rauchwolken. Ja, wie gesagt, die KI macht Fehler. Ich mache auch Fehler, wie man sieht. So, Schadensmodell ist noch ein Thema. Schadensmodell ist es so, es gibt ein Schadensmodell, das ist optisch und mechanisch. Also man kann das separat zuschalten oder abschalten. Ich habe es jetzt in meinem Fall hier abgeschaltet. Für den Fall, dass irgendwas passiert, weil es ist nämlich so, dass man ganz schnell sich die eigene Aufhängung
malträtiert und damit muss man natürlich fertig fahren. Denn Project Cars hat keine Rückspulfunktion. Das ist einfach so, naja, ich sage jetzt mal so eine Anfängerfunktion, die man bei manchen Spielen kennt, beispielsweise bei Forza. Aber das gibt's hier nicht. Also ihr müsst gucken, dass ihr gescheit fahrt einfach. Und wenn wir hier schon mal unterwegs sind, kann ich eigentlich gleich noch zunächst mal auf die Verfolgersicht schalten, damit ihr diesen unglaublich geilen Sound dieses Lotus hört. Ah, das ist so geil. Ihr seht auch sehr, sehr geil, wie die Aufhängung arbeitet. Also in der Kurve nicht ganz, sieht man es nicht ganz so, aber man sieht es gut bei Bodenwellen. Jetzt nach der Kurve am besten. Ja, wie der Wagen schön wackelt. Und das merkt man auch zumindest an meinem Force-Feedback-Lenkrad, merke ich genau diese Bodenwellen auch genauso. Sehr schön. Außerdem, was auch noch interessant ist, es gibt verschiedene Innenansichten, eben Motorhaube und so weiter und Cockpit. Und es gibt noch eine zweite Cockpit-Sicht, nämlich die eine Helmkamera. Genauso wie im Vorgänger, es gibt auch wieder eine Helmkamera, und zwar die Helmkamera. Da hört ihr das Ganze ein bisschen gedämpfter. Und wenn hohe Geschwindigkeit ist, dann wird das Geschehen drumherum, wie zum Beispiel jetzt hier im Cockpit, unscharf. Das ist so, dass man so eine Art Tunnelblick hat. Und das ist aber auch ein schöner Effekt. Und außerdem, man kann auch einstellen, wie weit der Fahrer hier in die Kurve dann blicken soll bei dieser Ansicht. Denn, ja, es ist der typische Rennfahrerblick. Man guckt immer Richtung Scheitelpunkt und die Ansicht ändert sich ein bisschen. Jetzt will ich euch noch einen relativ witzigen Vergleich zeigen. Und zwar fahre ich jetzt hier mit einem Honda Civic Rennwagen auf Brands Hatch. Das kennt man ja eigentlich so, also zumindest aus anderen Rennspielen. Und deswegen ist es witziger Vergleich, deswegen, weil ich das Ganze jetzt gerade im Sommer fahre. Und wir fahren das Ganze gleich im Winter. Aber ich mache jetzt hier noch eine halbe Runde. Nur, dass ihr mal einen Eindruck bekommt, wie das eben normalerweise aussieht. Ups. Der rutscht da ganz schön. Da bin ich mal gespannt, wie das gleich wird. Das Ding rutscht ja nur. So, jetzt sind wir bei Schneeverhältnissen. Selbe Uhrzeit. Und die Sonne steht auch tiefer und, ja, ich kämpfe wie irre schon mal am Lenkrad, um überhaupt hier loszukommen. Weil sobald ich nur zu viel aufs Gas gehe, ja, rutscht mir der Wagen, wie irre. Aber ich sehe gerade, die Computerkollegen, die fahren genauso. Und man muss hier ultra vorsichtig fahren. Weil, wie gesagt, es ist so, der Wagen, der rutscht eigentlich schon dauernd seitlich hier. Und das ist echt übel. Aber es ist geil, weil die ganze Strecke natürlich jetzt eben hier im Winter eine ganz andere Stimmung hat als jetzt im Sommer. Und ich finde das sehr, sehr geil. Ich hoffe allerdings, dass in der Karriere jetzt wenig Schneerennen kommen werden. Es ist nur cool, dass die Macher eigentlich sowas integrieren. Dass man die Strecken eigentlich zu verschiedenen Jahreszeiten fahren kann. Zu verschiedenen Tageszeiten, zu verschiedenen Wetterbedingungen. Und das Ganze auch noch dynamisch ist. Also sprich, verschiedene. Es gibt einen Tagesverlauf und es gibt verschiedene Wetterbedingungen, die ineinander wechseln. Genau auch wie im Vorgänger. Jetzt befinden wir uns bei Rallycross. Rallycross, wer das hier unten, der es nicht kennt, es geht über verschiedene Bodenbelege. Also das wechselt meistens zwischen Asphalt und Schotter. Ja, es sind oft sehr, sehr enge Kurse, die teilweise super unübersichtlich sind. Und man fährt dann eben gegen vier oder gegen sechs Wagen. Und es gibt sehr viele Vorrunden, wo man eben auf Zeit fährt und danach eben in Finalrunden. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spaßige Abwechslung. Es ist sehr ungewohnt, dass das in Project Cars dabei ist, weil ich fühle mich jetzt, als würde ich jetzt gerade Dirt 4 spielen.
Aber es nichtsdestotrotz ganz nice. Was eben nicht dabei ist, sind normale Rallye-Etappen. Es ist einfach nur Rallye-Cross dabei. Und aber jetzt nichts weitergehend in Sachen Offroad. Und wie erwähnt, ja, der Wagen lässt sich auf Schotter deutlich besser oder auf nicht trockenem Asphalt deutlich besser steuern. Als es beispielsweise der Civic von eben, aber gut, das war auch Eis und Schnee. Aber ich denke, dass der hier, dass dieser Wagen deutlich besser natürlich ist in Sachen Rallye. Und ich muss aber trotzdem hier ganz schön rudern am Lenkrad, weil das hier ganz schön echt gar nicht so einfach ist. Aber man kann schon genau spüren, wie der Wagen rutscht oder nicht rutscht. Und mit bisschen Übung kann man hier echt schön quer driften und ist trotzdem schnell. Also nicht so wie ich gerade, aber naja, es ist wirr, es ist alles nur Übung. Als letztes zeige ich jetzt euch einfach noch ein Straßenrennen und zwar an der Côte d'Azur, also an der südfranzösischen Küste. Ich habe euch jetzt natürlich vieles nicht gezeigt, aber wie gesagt, das ist auch erst mein allererstes Gameplay aus dem Spiel. Und das soll jetzt erstmal auch nur ein erster Eindruck sein. Und wie gesagt, also wenn ihr mich jetzt fragt, ob ihr das kaufen sollt, es kommt drauf an, es ist ein unglaublich geiles Rennspiel, es steckt unglaublich viel drin, vor allen Dingen das mit den Jahreszeiten und den Wetterbedingungen, gibt es eigentlich so fast nirgends woanders. Allerdings ist das Teil auch ein Profiteil, das heißt, ihr könnt nicht mal hier schnell eine schnelle Runde fahren, sondern ihr müsst euch echt fett einarbeiten und das mit jedem Wagen. Und das ist echt kein Spiel, also es ist kein Spaß, nee, es macht natürlich Spaß. Aber es verlangt nach mehr Arbeit irgendwo. Aber wie gesagt, die Arbeit wird belohnt. Das ist dann natürlich super geil, wenn er dann eben neue Bestzeiten aufstellt oder irgendwelche Kontrahenten überholt an Stellen, wo ihr gedacht habt, das geht ja nie. Und ja, letztlich, es ist ein Spaß. Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen oder ich würde es auf jeden Fall jederzeit wieder kaufen. Oh, ups. Obwohl ich auch teilweise jetzt auch in dem Video, muss ich sagen, extrem schlecht gefahren bin. Ich hoffe, das verzeiht ihr mir. Aber zum Ausgleich könnt ihr ein bisschen noch dem LaFerrari lauschen. Der sich dann auf der Straße auch sehr schön macht. Aber letzten Endes, ihr seid irgendwie nie auf der sicheren Seite. Ihr seid jedes Mal am Arbeiten, am Lenkrad. Ihr müsst immer konzentriert fahren. Ihr könnt nicht mal kurz nachlässig werden. Das straft euch das Spiel oder diese Simulation ganz schnell ab. Genauso wie die Gegner. Wenn ihr die höher einstellt, die hauen euch echt, die fahren euch um die Ohren. Hier sind sie jetzt ein bisschen leichter gestellt, ganz ehrlich, weil ich ganz ehrlich mit den höheren Stufen der Gegner echt nicht klarkomme. Ich mache nur einen Fahrfehler und die sind weg. Noch etwas, was ich noch gar nicht erwähnt habe. Genau, auf der PS4 läuft das Ganze mit 60 Frames, zumindest die meiste Zeit, aber also standardmäßig sind es eben 60 Frames. Zwischendurch kommt es mal zum ruckelt's ein bisschen. Kommt eben darauf an, wie viel los ist. Vor allen Dingen jetzt beim Start oder auf der Strecke oder was für Wettereffekte da sind. Aber grundsätzlich läuft es schön. Auf der PS4 Pro natürlich dann in 4K. Ich glaube aber, das ist hochskaliertes 4K. Aber es macht nichts, es sieht trotzdem toll aus. Kritikpunkte.
gibt es wenige. Ich muss sagen, die Grafik und alles, das ist alles gut gemacht, das ist alles geil, aber wenn ich es mir beispielsweise im Vergleich zu Gran Turismo anschaue, ist klar, Gran Turismo ist grafisch einfach noch ein Stück besser. Die Autos sehen bei Gran Turismo noch ein Stück besser aus, die Beleuchtung sieht ein bisschen besser aus, wobei es natürlich auch fies zu vergleichen ist, weil bei Gran Turismo hat man eben eine Tageszeit, auf der man fährt, und hier ist es ja eben dynamisch, was eigentlich das Ganze hier besser macht. Aber wie gesagt, das ist nur minimal schlechter. Schlecht auch nicht. Es ist sehr gut, aber Gran Turismo ist eben noch ein bisschen besser. Oder soweit ich gesehen habe, auch Forza sieht ein Ticken einfach besser aus. Was aber eher noch kritikwürdig ist, das ist so das Ganze drumrum bei Project Cars. Denn es gibt nicht viel drumrum. Also sprich, ich meine damit sowas wie die Menüs, also die Präsentation, die Aufmachung von dem Ganzen ist super nüchtern gehalten, wie im Vorgänger auch schon. Also im Vorgänger gab es auch nur diese trockenen Menüs, die gibt es jetzt immer noch, die sind jetzt ein bisschen übersichtlicher geworden, aber jetzt auch nicht wirklich schön. Ihr könnt zum Beispiel im Menü nicht mal euren ausgewählten Wagen von allen Seiten anschauen, so jetzt wie beispielsweise eben in Forza oder in Gran Turismo, wo das Ganze super schön präsentiert wird und man schon mal einen Eindruck kriegt, oh, das ist echt ein schönes Auto, da habe ich jetzt richtig Bock, das zu fahren. Sondern, ja, man wählt es aus mit so einem Standbildchen und Ende. Es gibt auch keine Siegerehrungen, beispielsweise wie bei F1 2017, wo ihr auch eure Karriere mit Manager und so weiter bestreitet und wo ihr Teams wechselt und so weiter. Das ist hier alles ein bisschen trockener, die Materie. Letztlich wird es aber, ich sage jetzt mal, Profifahrern egal sein. Die wollen einfach nur eine vernünftige Rennsimulation und die kriegen sie hier. Und das ist definitiv. Und für mich ist es auch so, ich hatte ja vorher immer den Eindruck, dass Assetto Corsa ja ein großer Konkurrent ist. Assetto Corsa hat nie so viel Umfang gehabt wie das erste Project Cars und natürlich noch viel weniger als das zweite Project Cars hier. Allerdings hatte Assetto Corsa einen kleinen Vorteil. Es hatte nämlich ein unglaublich gutes Fahrverhalten. Und eins, das ein bisschen nachvollziehbarer ist. Also ich konnte da mein Auto besser abfangen als im ersten Project Cars. Aber, jetzt kommt das große Aber. Das ist im zweiten Teil nicht mehr so. Das heißt, also ich halte das Fahrmodell im Project Cars 2 mit zum Besten, das es gibt. Und letztlich ist für mich dann Assetto Corsa eigentlich fast gestorben für mich. Weil ich werde jetzt nach Project Cars, ganz ehrlich, werde ich Assetto nicht mehr einlegen. Ui. Leider. Was heißt leider? Also es ist, man merkt schon, Assetto Corsa ist auch von einem kleineren Team gemacht und es hat auch viel weniger Umfang und es sieht auch grafisch, kommt es nie so an diese Grafik hier ran. Von daher macht eigentlich Project Cars seine Sache extrem gut. Und jetzt möchte ich eigentlich nur hier diesen Ferrari hier vor mir einholen, bevor wir ins Ziel kommen und bevor ich mich hier drehe. Und ich schalte da noch ein bisschen auf Außenansicht, obwohl das irgendwie strange ist. Wow! Genau deswegen. Ich schalte hier übrigens nur auf Außenansicht, eigentlich nur für euch, damit ihr ein bisschen was seht von der Grafik und damit ihr eben die Wagen seht ein bisschen, weil Außenansicht fahre ich normalerweise nicht mehr bei Rennspielen. Das habe ich früher mal gemacht, aber vor allen Dingen, wenn ihr mit Lenkrad fahrt, solltet ihr besser in der Cockpit-Perspektive fahren. Ui, also die Strecke zu lernen ist auch, da hat man auch viel zu tun. Also, das war's eigentlich jetzt schon vom allerersten Gameplay zu Project Cars. Hoffentlich hat es euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr ein Gefällt mir da lassen. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr trotzdem Gefällt mir da lassen. Das ist trotzdem gern gesehen. Und gerne das Ganze abonnieren. In diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß beim Spielen und ich werde es auf jeden Fall hier noch ein bisschen weiterfahren, weil ich habe jetzt richtig, richtig Bock wieder bekommen, auch gerade mit dem Ferrari hier ein paar Strecken noch zu befahren. Also in diesem Sinne, viel Spaß, macht's gut, bis dahin.